Die Randomizer-Show? Was für ein Zufall! Mensch, was für ein Cold Open, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott, da ist sie wieder. Ich wollte gerade aufstehen, aber... Du kannst es trotzdem gerne mal machen. Einfach so... Okay. Sehr schön, dass du da bist. Dankeschön. Randomizer-Show, schön, dass du da bist. Ja, endlich mal wieder, ne? Endlich mal wieder. Ist schon ein bisschen jetzt her. Anfang des Jahres hatten wir, glaube ich, zuletzt noch... Was war's? Resi Remake, oder? Ich glaube, ja. Hat noch ein bisschen Resi 2 Classic gemacht. Natürlich die anderen Geschichten dran. Ja, wir sind ja seit einiger Zeit wieder zurück am Start mit Speedrandale. Ja. Na, da nehmen wir auch fleißig auf. Weiter haben auch ein paar Leute dann an der Hand, die uns was zeigen wollen. Allerdings, wir wollten natürlich die gute alte Randomizer-Show, wenn sich die Gelegenheit bietet, da noch mal wieder zu Gast bitten. Mhm. Na, und es gab einige Entwicklungen in dem Randomizer-Spiel, die durchaus spannend gewesen sind, damit wir heute wieder eine Folge machen. Was zeigen wir heute? Heute zeigen wir wieder Castlevania Symphony of the Night. Es hat sich einiges getan, aber ich würde sagen, wir gehen dann in-game und dann erklären wir es. Können wir ein bisschen schon mal quatschen. Genau, ein großer Klassiker, ich glaube, das letzte Mal, du kannst gerne schon mal dann rangehen, Sia. Mhm. Kann man sich natürlich auch den, also kann man sich ja sehr leicht den Randomizer einrichten. Da gibt es ja eine entsprechende Webseite für, wo man die ganzen Einstellungen machen kann. Ist auch noch mal unten verlinkt für euer Interesse. Da haben wir auch gerade mit der US-Version uns jetzt unseren Seed sozusagen erstellt. Hatten wir das letzte Mal mit Ede hier gemeinsam gemacht, das ist auch schon ein bisschen länger her. Und da auch schon mal gut ausgetobt. Ich glaube, die Relics waren vertauscht, weiß ich noch, ne? Ja, die Relics waren vertauscht, aber immer noch an denselben Spots. So haben wir es auch wieder eingestellt. Allerdings sind jetzt die Items halt komplett random. Das heißt, was wir einsammeln, wir wissen nicht, ob es auch das Schwert ist, was wir jetzt zum Beispiel eingesammelt haben. Wir müssen immer nachschauen, ob es ein gutes Schwert ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also man sieht das Icon, aber da muss man im Menü nochmal nachschauen, was es ist. Richtig, konkret. Ja. Nicht immer, aber bei den meisten Sachen, ja. Ja, du kannst ja hier schon mal kurz eintippen und die Vorarbeit machen. Mhm. Wir haben jetzt hier noch natürlich dann, der Anfang ist ein bisschen breit gezogen, weil wir noch das, die Videosequenzen uns angucken müssen. Richtig. Also aber vielleicht machen wir einen kurzen Spot oder sowas dazwischen gleich. Ja, starte erstmal. Ja. Wir fangen an natürlich mit dem Prequel Rondo, das Ende von Rondo of Blood. Genau. Na? Das können wir, glaube ich, noch skippen. Immer wieder hin. Aber nachher. No, it cannot be. Ah! Die tollen Dialoge, die werden wir uns alle anhören heute. Ah, es ist original auch. Let's go. So, am Anfang bei Richter ist ja klar, man muss halt einige Sachen erfüllen, damit man ein paar Bonis bekommt. Wie zum Beispiel, man muss mindestens 45 Herzen haben. Damit du zweimal das Holy Water spammen kannst, ne? Ja, und man kriegt auch noch Items dafür, wenn man das richtig macht. Und da muss man natürlich alle 45 ausgeben. Die, Monster! Also erstmal der tolle Dialog. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel gespielt. So, was ich sagen wollte, man muss 45 Herzen mindestens einsammeln und alle in diesen Fight ausgeben. Und man muss am besten mit dem Cross am Ende... Oh, zu früh, der Item Crash. Ja genau, es ist der Item Crash, der. Aber jetzt klappt die Taktik nicht mehr so ganz. Nee, ich hab auch so den falschen Item benutzt. Naja. Man hat es gesehen bei Draculas Form, wir haben ja nachher noch die Monsterform später. Da hilft der Item Crash, also mit Dreieck dann die Spezialfähigkeit ausnutzen. Hätte es hier mit zweimal Weihwasser weggehauen. Ja, ich hab das total. Und das Holy Cross ist sehr gut für die Monsterform, ne? Ja. Aber nee, das macht man eigentlich auch mit dem Holy Water. Ach so, okay. Ja, musst du nur zweimal machen. Ich weiß nicht, warum ich aus Versehen das Falsche benutzt habe. Aber na, da sieht man mal, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ja. Aber wir wollen ja auch da wieder damit familiar werden. Ja. No pun intended. Interessant, ich hatte zuletzt noch mal ausführlicher über Symphony mit Kollege Wirt gequatscht, das jetzt zum ersten Mal gespielt hat. Oh, wurde aber Vanilla. Auch Zeit. Wurde aber auch Zeit. Ja. Auch durchaus überrascht ist, man möchte ja sehen, wo das Vania in Metroidvania herkommt. Aber jetzt kriegst du gleich von Maria noch mal Geschenke, wenn ja, richtig, weil ich dich nicht treffen. Extrem verkackt habe, leider.
Ah, das kriegst du hin. Sind ja nicht mehr so viel. Ah, Maria, hilf mir! Da ist sie. No, Rita! Hilf mir, die Kraft der Sternzeichen. Immerhin haben wir zwei Bonis. Das ist einmal die, nee, drei Bonis sogar. 45 Herzen, alle ausgegeben und mit dem Kreuz am Ende. Sehr gut. Alright. Es war ein sehr, sehr schlechter Start, aber macht ja nichts. Jetzt läuft das Intro, was wir nicht abbrechen wollen. Richtig, nicht abbrechen können. Nicht abbrechen können. Lass uns die Gelegenheit doch mal nutzen. Und wir sind nach einem Spot wieder zurück und dann geht's richtig los. Bis gleich. Hast du eigentlich Bock auf einen Kaffee? Ja, lass Küche gehen. Let's go! Jetzt guckst du schon wieder so traurig. Oh, das ist nur, ich hab meinen LG OLED C1 jetzt schon minutenlang nicht gesehen, ne? Und überall werde ich an ihn erinnert. Boah, nun heul nicht wieder rum, ey! Ja, perfektes Beispiel, ne? Du bist viel lahmer als der C1, weil du keinen AI-gestützten Bildprozessor hast, sondern nur so ein dummes Konsolenspielergehirn. Also dein PC Master Race Geheule erinnert mich auch an meinen C1. Der hat nämlich kein Tearing. Dank VAA, Nvidia G-Sync und AMD FreeSync. Mhm. Spitzenwitz, ne? Aber es heißt Tearing, nicht Tearing. Weißt du, was mich gar nicht an meinen C1 erinnert? Nee. Der Kaffee. Der ist nämlich grau, nicht schwarz. Hat eine miese Plörre. Ich will richtig schwarzen Kaffee, Junge. Meinst du etwa wegen des OLED-Displays vom C1, das ein mega schwarzes Schwarz ermöglicht? Korrekt, super Hirn. Hast recht. Der Kaffee ist genauso grau wie der Alltag mit dir. Aber weißt du, wenn uns nie enttäuscht? Ne? OLED C1 Serie. Für ein richtig schwarzes Schwarz, Junge. Punktlandung, muss man sagen. Gerade jetzt ist das Intro fertig und Alucard ist im Schloss angekommen. Machst du gleich den Shield Dash hier? Ich habe eine komische Waffe, die nicht stark ist. Ja, check doch mal, was hast du überhaupt jetzt hier? Lass mal schauen. Wir haben Iron Fist, Iron Shield, Ballroom Mass, alles nicht so. Okay, also das Iron Shield ist aber so klein, dass du es nicht richtig siehst, gerade beim Mausstrecken. Nee. Na? Sieht man schon da. Ah, doch, da ist es. Schon groß genug. Dein Shield Dash geht nur so schnell. Ja, richtig. Ja, die Methode hatten wir auch schon mal für Speedruns und anderes nochmal ausgearbeitet. Du hast natürlich den Backdash, dass du eigentlich dich rückwärts bewegen kannst mit Alucard. Ja. Wenn du dann aber den Schild benutzt, die Schildtaste, um das quasi zu aktivieren, kurz nach dem Backdash, und das immer cancelst und wieder neu machst, hast du eine sehr schnelle Fortbewegung. Richtig. Du musst nur immer sehr rückwärts durch das ganze Spiel jagen. Ja, ja, sehr angenehm ist es nicht wahrscheinlich mit der sehr unterbesetzten Waffe gerade jetzt hier. Ja, richtig. Normalerweise hast du hier zumindest eine kurze Phase, wo du die Alucard-Weapons benutzen kannst. Mhm. Also im Vanilla-Game. Jetzt haben wir leider nicht so geile Sachen, aber ist sowieso egal, weil wir das alles verlieren. Ja. Könntest du denn den Todesglitch, ne, wenn das gute Waffen wären, würdest du den anwenden? Ich spiele das eigentlich immer glitchless. Mhm. Ja. Aber können tue ich das schon, weil der ist super leicht. Wenn die geil wären, ja, würde man es natürlich dann nochmal machen. Genau, ja, natürlich, aber es würde nicht viel unbedingt Zeit sparen. Man könnte auch hier natürlich eine Library Card mit Glück bekommen. Mal sehen, ob ich vielleicht eine habe. Nee, habe ich nicht. Aber dann könnte man auch die Items behalten, theoretisch. Ah, Alucard. Ah, Alucard. What is your business here? I've come to put an end to this. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. I will not. No. You shall regret those words. Kann eben nicht. We will meet again. Jetzt verlieren wir alle schön, so schön wie theatralisch jetzt. We will meet again.
Serie zu Ende geguckt? Nee, noch nicht. Die letzte Staffel. Noch nicht. Mach das. Da kommt auch der Tod. Der Tod? Ja. Ich dachte, es ist nur Maggie. Nein, nein. Der Tod. Nicht in diesem Universum. Ja, die Kerzen geben natürlich noch nichts. Nee, da brauchst du erstmal den Cube of Zoe. Oh, Medusa-Schild. Ah, ist das aber auch das Medusa-Schild? Nee, es ist das Iron-Schild. Ah, okay, also der Name, du erkennst nur an der Beschreibung dann, dass es was anderes genau, ist. Genau, genau. Okay. Das macht es natürlich alles noch mal schwieriger. Mhm. Ich dachte, du siehst auch im Menü schon, dass es dann das Iron Shield ist. Medusa Shield würde die Leute versteinern für einen kurzen Moment, ne? Nur ganz seltene Gegner. Aber hauptsächlich, es macht Schaden an Gegner. Okay. Das ist das Gute, wenn du dagegen läufst. Okay, Saber. Was haben wir? Ist es ein Saber? House oh, Hodor. Sword. Das der Hodor. Ist ganz gut eigentlich. Also relativ stark. Hador, Hodor. Hador oder Hodor. Whatever. Das ist der Cube of Zoe. Genau, das oder ist jetzt nicht. Ein Dings. Ein Genau, hier sind die Slots für Ringe und so weiter. Mhm. Und da das ein Ring eigentlich ist und das ein Key-Item ist, ist das der Gold- oder Silberring, den wir jetzt gerade bekommen haben. Den müssen wir an der Uhr tragen, also zusammen mit dem Gold- oder Silberring. Ich weiß nicht genau, welcher das ist. So ein Random, man sieht es speziell jetzt in der Kategorie, die wir jetzt nochmal gemacht haben, verlangt gutes Verständnis von der Item-Library. Richtig. Dass du eben auch noch, das ist so die Leute bei den Soul-Spielen, die Item-Beschreibungen auswendig kennen, genau. Die den Namen sehen müssen. Das kann man natürlich auch ausschalten, aber wir sind doch Profis. Ja, das ja. Alles. Die Vanilla-Version kann man sich gerne in dem letzten Run dann angucken. Ja. Das nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Und ja, da wird immer konsequent dran gearbeitet. Also es gibt auch eine große Changelog-Liste auf der Randomizer-Seite. Man kann sich eben alles so einstellen, wie man es mag. Wir könnten es sogar in der Theorie noch viel härter machen. Ja. Wo dann die Relics komplett durchgerandomized sind. Oder auf Speedrun angelegt, weil wir machen jetzt natürlich keinen Speedrun hier. Ja. Ich nehme einfach mal so gut wie jede Location mit. Ist ja nur ein Showcase und kein Speedrun. Okay, hier ist die Location ist diesmal leer. Leer. Kann natürlich auch sein. Da war schon jemand. Anscheinend. Man kann auch noch die Musik randomisen. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich habe das ein paar Mal ausprobiert und so schön die Musik auch ist in diesem Spiel, es gibt halt einige Tracks, die passen einfach nicht zu den Räumen, wo wir gerade sind. Außerdem bekommen wir auch so ganz gute Musik. Ja, ja. Bin ich auch dafür. Also ab und zu mal zum Ausprobieren bestimmt ganz nett. Mhm. Aber wenn du dann das Pech hast und ein Seed erwischt und dann haut er die Stimmung komplett kaputt. Ja, ja. Komm halt ständig Bossmusik, wenn du es nicht erwartest. Und das ist halt ein bisschen komisch. Das Schwert, was du jetzt hast, ist schon ein paar Hitpoints drüber, ne? Ja, ja, das ist schon. Damit sollst du den Anfang eigentlich noch die ersten beiden Bosse ganz gut weghauen können, würde ich sagen. Speichere ich vorher nochmal, mach den Boss und dann gebe ich dir, glaube ich. Das können wir machen. Ja, vor kurzem auch die Castlevania Advance Collection rausgekommen. Mhm. Die Leute, die gerne nochmal Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow spielen möchten. Gerade Aria of Sorrow für Symphony-Fans. Alles sehr gute Titel, finde ich. Und Dracula X vom Super Nintendo kann man sich nochmal angucken. Die nicht ganz so gute Variante von Rondo. Ja. Gleich schon mal Magie gemacht. Okay, das ging fix. Mhm. Beide auf einmal sogar? Ja, nee, fast. Fast, sogar. Ja. Haben wir gar nichts von der schönen Musik gehört. Dö, 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 dö. Das war nur kurz. Das nehmen wir noch mit und ich übergib mal dir das Pad. Okay. So, das ich habe Kreis habe ich jetzt schlagen und ich habe es auf 4. Okay. Genau, damit man, weil es ein bisschen angenehmer ist zum Greifen. Ah, geht noch. Ja. Okay, ich wollte das Timing mal wieder. Man muss es auch nicht super schnell machen, also ja. Wenn du es Frame Perfect machst, das, siehst du beim Taskbot, sieht das halt ganz cool aus, aber du sparst auch so schon gut Zeit, wenn du es ein paar Mal nur machst. Käse bleibt Käse. Ne? Käse bleibt Käse. Ja, also Items bleiben die gleichen, also so Consumables. Ja. Mal, wo wären die hier? Bei Relics. Nee, die Relics sind die. Wo sind die Items überhaupt? Oben bei Equip. Ach, bei Equip direkt? Ach, dann, man muss sie auf die, genau. Auf die Hand equippen. Ich dachte, da war noch mal separat. Ja, guck mal wieder, wie oft ich in die. Ach, verdammt. Du hast die Steuerung, dadurch, dass du die Steuerung umgestellt hast. Ich hab die nur auf die andere Hand gelegt. Ja, es ist trotzdem verwirrend, ne? Ja, natürlich. Wenn du Muscle Memory drin hast, Viereck, jetzt muss ich auch ein bisschen anders spielen. Ja, du kannst das Pad auch normal halten. Du musst nicht überall Shield dashen. Nee, aber ich drück automatisch Viereck zum Angreifen. Ja, ich weiß. Das ist mein Problem. Hier ist ein Safe.
Angreifen auf Kreis, angreifen auf Kreis. Kann ich das warte mal? Obwohl, nee, das macht schon Sinn für den Shield Dash, ne? Ja. Ja. Du brauchst die Kerzen auch nicht hauen. Ja, das ist so, aber Macht der Gewohnheit. Ja. Oh, noch ein Shield, Ex-Lord Shield. Vielleicht ist es ja besser. Ups. Ganz ist, oben. Ach, oben ist Hand. Ex-Lord Shield ist. Ist ein bisschen besser. Hard Iron Shield. Ah, nee, das ist das andere. Ja. Ah ja, man sieht's ja. 5 Defense. Ja, okay. Das ist okay. Aber bin ich aber froh, dass wir früh eine Waffe gefunden haben. Es gibt Seeds, da findest du relativ spät erst eine Waffe und musst hier. Geh mal lieber unten rum. Weil da ist noch ein Item. Ah, es ist wieder nicht da. Okay, hier wäre normalerweise ein Item genau da. Aber manchmal auch nicht. Und das Geld immer schön einsammeln. Wir brauchen die mindestens 500 am Anfang. Die Library Card? Genau. Nicht für die Library Card, sondern für das Item in der Library. Hier kannst du rechts, da oben ist nichts mehr. Da oben ist nichts mehr, ne? Also, Library hat immer ein Key-Item, was 500 kostet. Manchmal ist es nützlich, manchmal aber auch nicht. Aber man will es eigentlich schon mitnehmen, wenn man dahin geht. Gut, Kerzen können es wirklich alle sparen, weil den Cube of Zoe haben wir noch nicht. Ja. Aha, eingeholt. Ja, was du machen willst bei Leuten, die ein bisschen mehr als einen Hit aushalten, immer Jump Cancel springen, also springen und schlagen, weil danach kannst du sofort wieder schlagen. Das sind dann genau so. Unten lang oder hier? Erstmal unten links. Das ist natürlich ein bisschen die Reihenfolge. Ich mache dann immer meist nach Gefühl hier. Mhm, ja. Und du denkst natürlich auch. Das wäre ein Dings nur gewesen, Safe Raum, wo du später aber auch hin kannst. Du musst jetzt nur hier für ein Relic bist du hier. Oh, warte mal. Kannst du leider noch nicht holen. Ach, nicht so. Kannst du halt noch nicht fliegen. Noch nicht freigeschaltet. Ja. Stimmt, das konnte ja nur Richter oben, unten. Richtig. Du brauchst erstmal die... Du brauchst erstmal das... High-Jump-Boots. Man hat sie ja so ein bisschen gesehen bei den Spells, weil du den einen schon gemacht hast. Ja. Wird ja hier schon mal angezeigt. Die sind ja dann... Man muss die ja erstmal einmal gemacht haben, damit sie dann lernen kann. Man kann auch die Sprüche natürlich beim Händler kaufen. Zahlst du ein bisschen, dann werden die da auch freigeschaltet, dann kannst du sehen, wie die funktionieren. Also du kannst die eigentlich theoretisch von Anfang an alle schon machen, wenn du genug Mana hast. Nur weiß man halt noch nicht, wie die gehen, außer du kaufst dir die Schriftrollen. Links. Jetzt musst du oben gucken, ob du das Item brauchst. Wenn nicht, dann gehst du zurück. Oh ja, Ring of Vlad. Wir brauchen 5 Vlad-Relikte. Um nachher Dracula töten zu können. Und das war schon mal das Erste. Das ist sehr gut. Da brauchst du nicht längst. Das Letzte werden wir nicht finden. Also wieder hoch dann, ne? Ja, wieder zurück jetzt. Ach ja, die Vlad... Entschuldigung. Die Vlad-Relikte verstärken auch ein paar Attribute von uns. Müssen wir versuchen, für den Shield Dash, ergibt es Sinn, Symphony of Night mit der Hitbox zu spielen? Durchaus, ja. Na, ich meine, wenn du eh schon. Also für die Leute, die ja nicht so damit vertraut sind, Hitbox ist ein spezieller Controller, der kein Steuerkreuz mehr hat oder kein Gamepad, sondern quasi auch Tasten für das Game macht. Und ich spiele solche Sachen ja auch eben, man sieht es vielleicht so ein bisschen, ich spiele mal dann die Variante hier bei sowas. Das ist fast schon dann Arcade-Stick-Style, weil ich einfach präziser das Gefühl habe, damit zu sein als mit dem Daumen und ich mehr Finger benutzen kann. Vielleicht mal interessant. Wo hatte ich das zuletzt gesehen? Ich glaube, Sakurai von Smash Brothers hat tatsächlich eine Hitbox benutzt, um dann seine Moves zu zeigen, als er Sora vorgestellt hat für Smash Brothers. Ja, okay. Und das ist okay, Sakurai benutzt eine Hitbox. Gibt es sowas überhaupt offiziell von Nintendo? Es gab ja auch bei GDQ, Mr. oder Dr. Blacktastic hat, glaube ich, ein Dingens Run, ein Bloodstained. Oh, Zangetsu-Run hat er komplett mit Hitbox gemacht. Oh, interessant.
Ja, der Vorteil bei einer Hitbox ist auch, kannst du sagen, ist vielleicht, oh, ist ja fast wie ein Steuerkreuz und dass es nicht mehr in der Mitte verbunden ist, aber du kannst zum Beispiel auch gleichzeitig nach links und rechts drücken. Richtig. Ja, was bei manchen Sachen dann so nicht möglich wäre, mit normalem Gamepad. Wird halt sehr oft bei Fighting Games mittlerweile benutzt. Wo einige sich halt nicht sicher sind, wie fair das ist. Weil ja, du schon deutliche Vorteile hast mit einem teilweise, du kannst Auflademoves schon vorher machen und sowas, ne? Du hast halt auch nicht den Zwischenschritt mit dem Neutral. Also, wenn du von unten nach oben zum Beispiel gehst, landest du nicht in der Mitte zuerst, wie bei einem Pad oder bei einem Stick. Okay, oben lang und unten. Oben kannst du noch nicht, weil hier brauchst du den Jewel of Open. Da ist so eine blaue Tür, wo du noch nicht durch kannst. Mich hinsetzen? Nicht auf diesen Stuhl. Nicht auf den Stuhl. Wenn man einmal Shield Dash, möchte man nicht mehr aufhören, ey. Hier ist eine lange Strecke, hier kannst du viel Shield Dashen. Ja. Oh, viel. Okay. 3, 4 brauchen die. Ups. Wann hast du das letzte Mal Vanilla gespielt? Oh, eine Rüstung. Ist, ich muss mal konkret drüber nachdenken, weil wir es ja immer wieder mal spielen. Body. Ist auf Silverplate. Mhm. Also die angezeigt wird, schön. Ja. Ich hab's immer wieder mal über die Jahre, wir haben es mit dem Run gemacht. Ich hab's dann nochmal für ein Video mir angeguckt. Ich würde fast sagen, mit der PS4-Version, das kam ja für PS4 zusammen mit Rondo nochmal raus. Das ist dann, oh, bin ich vergiftet? Nee. Das ist dann nochmal Vanilla gespielt habe, aber natürlich immer wieder mal kurz mal hier gemacht. Oh, ich hab's vor knapp einem Jahr die Saturn-Version, die Maria-Mode, habe ich gespielt. Den hatte ich bisher nicht gespielt. Ich wollte es mal angucken und der Maria-Mode ist ja quasi der Easy-Mode, kann man sagen, was die dann für Moves hat mit dabei. Die hat aber auch sehr wenig Leben, das muss man zugeben. Das wird später noch richtig hart. Also ich hab so 2 Stunden gebraucht, so zum Vanilla-Maria-Mode durchspielen. Ja, ich hab's auch nur einmal bisher gezockt. Aber das fand ich sehr cool. Die Saturn-Version ist leider nicht, also am Ende nicht ganz so gut wie die PlayStation-Fassung, weil die Auflösung der Grafik ist ein bisschen verquert für die Saturn-Auflösung. Das heißt, und es ruckelt ein bisschen mehr. Die Pixel-Skalierung, genau, du hast mehr Ruckeln und das sieht, hast du unschöne extra Kantenbildung, weil es auf PlayStation-Auflösung alles geeignet ist. Das ist keine schlechte Version, aber sie ist leider nicht die Präferable. Wobei dafür hat sie ein paar extra Räume und einen extra Charakter. Genau, den extra Charakter, dass du den Maria-Mode dann drin haben kannst. Ich glaube, du kannst auch eine Version mit Richter nochmal spielen, für die Handvoll extra Räume, weil Richter müsste auch hier nochmal spielbar extra sein, ne? Richter gibt's auch in der PlayStation-Version. Ja. Dann kann man so die Kurzfassung spielen bis zum Raum von Dracula oder so. Gehen wir schon mal durch. Doppelgänger. Ja. Fights bleiben die gleichen. Ja, ne? Ja. Dip, 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 dip. Wie sich diese Tür auch immer öffnet. Speedrunner hassen diese Tür. Das bin ja ich. Zum Glück macht er keinen Schaden. Du kannst auch in der Luft nach unten drücken und schlagen, dann macht er so eine schräge. Genau. Okay. Schräg nach unten. Ja. Ja, okay. Sehr gut. Ich bin ein bisschen aus dem Training. Nö, ja, alles gut. Sieh man schon. Aber ich finde, du machst es sehr gut. Vor allem, du Shield Dash sehr häufig, was ich sehr gut finde. Musst du ja machen. Ja, also, das macht ja auch Spaß. Das macht Spaß. Oh, warte mal. Was haben wir hier? Schauen wir mal. Ivory Handles Hunt. Nee, es geht, so geht einen runter. Ja. Ganz nach unten wäre eigentlich auch ganz sinnig, oder? Lieber nicht. Lieber nicht? Da ist halt noch ein Item, aber. Ja, meine ich ja. Jetzt musst du den ganzen Weg wieder latschen. Vielleicht ist das wichtige Item. Wer weiß, wer weiß. Aber wir wollen es uns ja auch nicht zu leicht machen. Erstmal oben. Genau, erstmal hoch. Medusa-Köpfe, wo seid ihr? Ah, noch ein Stück. Erstmal schauen wir uns an, was es gleich für ein Relic gibt. Am Fahrstuhl. Na, wir aktivieren den. Oh, jetzt drücke ich wieder Viereck. Zum Angreifen, ey. Obwohl ich das hier die ganze Zeit schon mit Kreis mache. Ah, nur eine Familiar Card. Aber geht trotzdem schon mal hoch und macht den Aufzug erstmal klar. Genau. Ach.
Das ist auch eine glatte Schande hier. Hier links war schon richtig. Ja. Weil wenn du gut bist, schaffst du es da auf die Plattform rauf. Natürlich schaffe ich das. Ja, fast. Oh, fast. Stell dich mal unter dieser Vase und mach mal links, rechts, oben, unten und schlag. Oben, unten, nicht unten, oben. Oh. Ah, noch ein Tück. Ah, okay, hast es. Na gut, wäre nichts Tolles gewesen. Schuhe will ich holen. Willst du die haben? Ich glaube, die machen dich nur ein bisschen größer. Sonst bringen die nicht viel. Ach, Hammer. Aber auch, ich benutze sogar die Coyote Time, dass ich erst kurz nachher dann springe. Ja, ist ein bisschen hart. Ist auch eigentlich nicht gedacht. Man soll eigentlich erst mit Double Jump dahin. Ah, das Geld nehmen wir. Einmal probier es noch. Mach es. Ja, sehr gut. Jawohl. Secret Boots. Das Boot. Das Boot ist made for secrets. Was machen die denn? Discreetly increases. Ja, jetzt bist du halt nur ein bisschen größer. Dein Sprite. Boah, schau's dir an. Was für ein Riese ich hier bin. Einfach reingezoomt. Ja. Aber meine Hitbox ist dadurch auch größer, wahrscheinlich, ne? Schon. Geh mal da nochmal rein und hol dir den Teleporter ab. Eigentlich nicht so geil. Aber ich mach die wieder weg. Das macht ja, mein Timing besser so. Mach mein Timing durcheinander. Oh, holy fuck, was bin ich denn da für ein Riese? So viel besser. Ach. Endlich wieder ein Manlet, oder? Okay, jetzt kannst du wieder zurück, nicht dadurch. Ah, ich muss nicht durchgehen. Ja, nur damit das schon mal freigeschaltet ist. Jetzt kannst du in die Bibliothek gehen und den Fahrstuhl eine Etage runter. Oh. Natürlich in die andere Richtung gucken. Ja, ja, Entschuldigung. Wenn du cool bist, sammelst du es nicht ein. Oh. Oh, aber die Bad Cards. Du willst sie auch noch aktivieren. Kostet ja noch mehr Zeit. Das ist kein Speedrun, Mann. Ach ja, stimmt. Wir sparen Zeit, aber nicht nur Zeit. Ja. Nee, Bad Card geht sogar noch. Erstens ist der Familie gar nicht so schlecht und zweitens ruckelt er nicht, wie die meisten anderen. Nein, eine war... Eine reicht? Ja. Muss nochmal einen hoch. Wieder hoch. Pater Noster hier. Nee, runter. Runter, ja. Ich wollte den nur, der nervt mich. Mit seinem Aussehen schon, ne? Jetzt sind wir, ja. Wie der mich angeguckt hat mit seinem Aussehen. Mhm. Jetzt sind wir Tragic Prince, die Musik. Ah, nee, Library. Library. Guck mal, da geht er schon mal hin. Long Library, so heißt übrigens auch der Speedrun-Discord-Server von Symphony of the Night. Long Library. Ja. Wenn jemand Interesse an Symphony Speedruns hat, The Long Library über Discord suchen. Da kriegt ihr alle möglichen Informationen und alle Leute sind super nett und hilfsbereit. Ja, genau, hier. Ja. Nicht da links, sondern rechts. Da brauchst du nicht links. Also ich bin da ganz ruhig. Symphony hatte ich mir auch noch mal ein bisschen angeguckt, natürlich für das Retro-Club-Buch jetzt gerade aktuell, weil ich da auch noch mal über Castlevania geschrieben habe. Ist leider auch in der ersten Auflage einer der Druckfehler, die durchgerutscht sind. Ich habe im Kapitel über PlayStation, da wollte ich das Symphony-Cover zeigen. Mhm. Und statt dem Symphony-Cover wurde aus Versehen in der ersten Auflage das Castlevania NES-Cover mit abgedruckt. Oh. Weil ich den gleichen Dateinamen hatte, wie ich das an die Bildsetzer dann gegeben habe. Ah, okay. Eigentlich in unterschiedlichen Ordnern, aber irgendwo ist noch mal was durcheinander gekommen. In der zweiten Auflage ist es aber korrigiert. Okay. Muss ja auch schön dieses Game auch noch mal würdigen. Ich konnte auch kein Buch rausbringen, wo Symphony auch nicht drin ist. Natürlich. Oh, Takemitsu. Kommen wir gleich. Ist eine Zweihand, glaube ich. Können wir das Schwert, den Shield Dash nicht benutzen? Ja, sag mal. Ich meine ja, aber wenn es das Schwert ist, mal sehen. Ja. Ist aber gar nicht so schlecht, das Schwert. Also, wir können nicht mehr den Shield Dash machen jetzt. Ist nur stark, aber ich würde es lassen. Es kommt ab und zu auch mal nicht raus, der Angriff, ne? Oder? Ist es verhext? Ja, es ist ein komisches. Ja, machen wir wieder. Was haben wir benutzt? Nicht den Medusa Shield, sondern. X-Lord Shield, ne? Und. Der Saber. Ups. Mit Dreieck gehst du zurück. So, komisches Saber. Menü. Ja. Ohne das kann ich jetzt gar nicht spielen, ey. Ja, wenn wir die Bad-Form haben, dann brauchen wir zum Glück nicht mehr den Shield Dash. Ich kann ja gerne noch mal bis zum nächsten Location-Wechsel machen. Oh, du bist gecursed, jetzt kannst du nicht mehr dein Schild benutzen. Oh. Curses. Nein, nicht mehr und schlagen darfst du auch nicht mehr. Schlagen darf ich auch nicht mehr. Ja. Bis zum nächsten Location wechseln, dann kannst du gerne wieder. Mhm.
Muss kurz warten, bald ist es... Bald ist der Fluch vorbei. Ja, jetzt. Töte sie alle, diese blöden Bücher. Sie wollen mich nur schlau machen. Ihr wollt mir was beibringen? Ich werde es euch zeigen, ihr Bücher. Zack. Ah, wie die Seiten zerfetzen. Mich lerne nicht. Rechts nochmal, da ist ein Relic. Ja, ups. Wann seid ihr gefährlich, ihr Bücher? Wenn sie das Regal verlassen. Oh, das ist der Jewel of Open. Damit können wir jetzt diese blauen Türen, die versiegelt sind, durchqueren. Openen. Mhm. Ah. What can I do for you? Schau mal kurz, wie viel Geld du hast. Drück mal Start. Ja, genau. 526, sehr gut. Geil. Da, wo ist unser Freund? Einer noch, ne? Mhm. Ist immer so gut, wenn man von unten ihn dann mit dem Stuhl hochhopsen lässt. Echt toll. It's been a long time, old one. Der hat unter seinen Sitzen nämlich noch ein Item. You, Master Alucard. What do you need? I need your help. Young Master, I cannot aid one who opposes the Master. Aber für Geld? You won't go unrewarded. Na dann? Really? In that case, just tell me what you need. Fuck the Master. Ja. Yeah. So, was mach mal kurz Sell Gems. Haben wir hier was? Nee, leider nicht. Nichts eingesammelt bisher. Na, guck mal bei was du kaufen kannst. Das erste Item wäre... Nee, das brauchst du nicht kaufen. Gas Cloud. Thanks, Potion. Können wir lieber das Geld für was Sinnvolleres ausgeben. Explode Shield, ja, nichts Geiles, ne? Mhm. Schau mal, was es für Waffen gibt. Castle Map brauchen wir auch nicht. Nee. Guck mal weiter hoch. Sag ich, beim Random hier war kein Room Randomizer, oder? Nee, leider nicht. Das müsste eigentlich auch nochmal dann kommen, ne? Das wäre ganz nice. Oder zumindest Locations, also dass verschiedene Gruppen bis zu einem anderen Thema, bis mit den Ladetüren. Mhm, ja, sind. Ja. Ja, okay, also lohnt sich. Kauf mal irgendwas. Guck mal die Waffen nochmal, du musst die Beschreibung nochmal anschauen, warte. Ja, okay, warte. Nee, das sind alles Items, weiter runter. Ab hier fangen die Waffen an. Alucard, so. Sword. Effective Service, Iron Studded. Shield and Magic Ritual. Das haben wir schon. Night Shield increases intelligence. So, jetzt sind wir schon. Alles nicht so geil. Strongest of all armor. 12.000 kostet aber auch. Ja. Royal Cloak, Crystal Cloak, Cloth Cape. Select Ring of Color. Arcana. Rare Item Appearance. Nee, es ist das nicht. Und ist die Map und contains Dark. Nee. Leider nur Schrott im Shop. Schrottshop. Ja. Kann ich schon mal unten? Ach nee, ich kann doch nicht so nach oben hopsen. Genau. Mit dem Hof, ne? Ja, schade. Nicht so geile Sachen bisher. Aber lohnt sich nochmal unten zu gucken? Ist da was Spannendes? Bitte? Lohnt sich auf der unteren Seite nochmal zu gucken jetzt? Nee. Also wieder raus. Du kannst auch gar nicht. Du kannst jetzt nicht raus. Kann ich noch nicht raus, ne? Ja. Jetzt musst du in den Clock Tower. Gutes Spiel, Clock Tower. Ja, findest du? Das erste zumindest. Verdammte Bücher. Ich habe eine Ananas gefunden. Im Das ist wahrscheinlich ein Kochbuch. Wahrscheinlich, ja. Das Buch der Früchte. Oder was soll nicht auf eine Pizza rauf? Word. Ach, okay. Nope. Nervt mich die Typen, ey. Ah, scheiße. Ich wollte gerne nicht wegdashen. Komm, Familia. Alter, voll die Köbel kommen da raus. Spring drüber. So, vorsichtig. Zum Glück bin ich nicht so groß. Ja. Meiner Shitbox. Darfst du wieder schlagen. Ich misstime das immer, oder? So, Location-Wechsel. Ich geh mal rüber. Okay. Jetzt habe ich die Musik von dem Laden im Kopf. Ah, Master Alucard. What can I do for you? Verdammt, das könnte jetzt ein bisschen tricky werden, da durchzukommen ohne Double Jump. Ich probiere es trotzdem. Double Jump ist in der letzten Kiste in Ganon Schloss, weißt du doch. Ja, stimmt. Ich gehe vorsichtshalber hier speichern. Obwohl, nee, ich werde nicht softlocken, glaube ich nicht. 54 Hitpoints, ne? Ich habe dir nicht viel übergelassen. Ja, nee, darum geht's nicht. Wobei, doch. Ist auch nicht so geil, aber egal. Es geht eher darum,
Schaffe ich es, über die Brücke ohne runterzufallen? Okay, wenn du nicht berührt wirst. Jetzt kommt die Gitarre. Nein! Ah, ich hab's nicht geschafft. Da war ja was. Das baut sich da auch komm nicht ich noch, jetzt nicht mehr da rauf. Da nicht mehr rauf, ne? Ja, okay, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Oh, war da auch? Ja, da war ein Item, aber nix Tolles. Nee, ohne Fliegen ist ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen entweder ganz zurück einmal oder wir müssen jetzt schon in den Gully, was ziemlich scheiße ist. Nee, wir latschen. Geht, glaube ich, schneller. Guckst trotzdem unten nach. Das ist wahrscheinlich was super Cooles. Oh nein! Upsi. Oh! Einfach draufgesprungen. Easy peasy. Unglaublich. Was macht er da auf meinem Rücken? Wenn das überhaupt mein Rücken ist. Das waren ihre Beine. Die Beine haben einen Rücken. Der Beinrücken, also die Waden. Ja. Ah ja, die Türen können wir öffnen. Mhm. Stimmt. Jetzt hast du die Durchgänge geöffnet, die dann verschlossen waren. Richtig. Zwischendurch. Und wir auf dem Boden ab und zu mal gesehen, dass da ein paar... Da gehen wir jetzt hin. ...verschlossene Wege drin sind. Wir gehen sogar dahin, wo wir eigentlich nicht hin müssen, weil da gibt es ein paar Items. Oder vielleicht auch nur eins. Sogar zwei. Ein Ei. Iron Ball und Ball. Night Shield. Das ist ein besseres Schild. Shield with Fire Properties. Wie viel ist das? Das ist gleich, der gleiche Schutz. Ist so. Gleicher Schutz, aber gibt nochmal Feuerschutz. Das ist auch gut. Extra. Warum nicht? Sei nichts gegen. Außerdem funkelt das jetzt so schön. Oh, ist toll. Okay, es ist jetzt eine ganz, ganz komische Route. Aber mal sehen. Oh, ein Schwert, was wir noch nicht holen können. Hier mal speichern. Ja, vielleicht mal Glück, den Double Jump irgendwie hier zu finden. Ja. Wo es eigentlich die sichere Route ist, die wir gewählt haben. Aber sicher ist, dass nichts sicher ist. Normalerweise müssten wir jetzt hier rechts zu der Succubus, aber können wir leider noch nicht, weil wir weder fliegen noch highjumpen können. Unten können wir nicht, also gehen einfach nur den Weg, den wir auch nehmen können. Ist es Standard? Hier noch ein paar extra Items. Leider noch keine Badform, das heißt, die Dudes müssen ertrinken. Sorry. Sorry. Aber ist so ein bisschen, sei selbst schuld, wenn ihr da einfach in die Todesfalle gegangen seid. Warum die verbrennen im Wasser, weiß ich auch nicht. Dämonen verbrennen doch immer. Ja. Oh nein, das erste Mal, als ich dusche. Ein Cloak und ein Herzteil. Es ist nervig, ich hasse diese Frösche, deswegen töte ich sie lieber alle. Wenn du hier eine Badform hast, ist es super, da kannst du einfach da durchpushen, ohne dass dich wer nervt. Sind wir schon beim Wasserfall angekommen, ja. So Herzcontainer brauchen wir gar nicht, weil wir die Sub-Weapons so gut wie gar nicht benutzen. Die Sekunde sparen wir uns. Wir haben ja noch nicht mal eine Sub-Weapon bekommen. Ja, stimmt. Herzen können wir eh nicht steigern.
Manchmal droppen Gegner ja, auch Sub-Weapons, aber eher selten. Sehr froh, dass sie überhaupt eine Handvoll Herzen haben fallen lassen bisher. Aldi Nord. Kann ja durchaus interessant sein, ich weiß ja nicht. Zum Glück will er auch keine Fahrkarte. Dark Metamorphosis. Mhm. Na, was bringt das? Macht dich stärker, deine Abwehr gegen dunklen Schaden. Falsch. Nein, es sorgt dafür, dass Gegner, die bluten können, heilen dich, wenn du sie haust. Ah, okay. Och, nö. Oh. Das ist leider nicht die Bad-Form. Ey, warte mal, wie komme ich denn jetzt zurück? Oh, scheiße. Ich muss wieder zurückfahren. Ja, zurückfahren schon, aber ich kann jetzt nicht den Wasserfall wieder hoch. Das heißt, ich muss jetzt... Na, es ist, wir haben safe angeklickt bei den Stellen des Seeds. Das heißt, ja. Du musst irgendwie eine Möglichkeit haben... Also wo du auch ohne Speedrun-Strats hier hochkommen kannst. Ja, ich kann jetzt wieder in das Startgebiet. Aber was mache ich danach? Das ist jetzt die große Frage. Weder Double Jump noch irgendeine Art, mich schneller fortzubewegen. Es ist ein bisschen tricky gerade. Also ich muss jetzt hier längs, weil anders kommen wir nicht mehr hoch. Und jetzt landen wir wieder in... der Start-Area. Und normalerweise kommen wir erst hier zurück, wenn wir ein bisschen mehr Movement haben, aber... So viel haben wir ja nicht mehr. Leider ein bisschen Pech mit dem Seed. Aber egal. Ach! Ja, hier kannst du Shield-Dashen übrigens vergessen. Ja, ja. Hier spawnen die immer... Super nervig. ...direkt vor dir. Deswegen... Also, was gibt's denn da noch im Weg? Ich müsste jetzt wahrscheinlich... Wir haben den Double Jump noch nicht. Ich müsste jetzt wahrscheinlich hier gleich in die... Ich weiß nicht, wie das Gebiet heißt. Das mit dem das Kloster. Da, wo die Glocken sind. Ah, okay, ja. Klar. Da können wir jetzt hin durch den Jewel of Open. Aber was gibt's da? Na gut, da kommen wir von der einen Seite wieder raus in den Clock Tower. Also es gibt mir quasi den Clock Tower eigentlich. Interessant. Also. Indem wir einen weiteren Weg nehmen. Weil im Clock Tower selbst gibt's nur am Anfang Items, wo wir eigentlich schon waren. Noch ein Medusa-Schild. Aber noch nicht rangekommen sind. Hier oben gibt's eigentlich auch noch ein Relic, wo wir nicht ran können. Das war das Ding, wo man auf der rechten Seite mit dem Aufzug da runterfährt. Das war auch nichts Besonderes. Nee, da war... höchstens ein Item. Dieses Schwert ist ziemlich gut, weil es manchmal Double Hits auch macht, wenn du nah genug dran bist. Das ist praktisch. Gerade gut für Bosse. Ja, aber es gibt einige Schwerter, die das können. Ich meine, jetzt müssten wir gleich nach links hier. Ja, da ist so ein Relic-Tür. Ja. Auf jeden Fall. Weil ich gebraucht habe, das CD-Logo da oben zu sehen, damit wir den Safe mitnehmen. Royal Chapel, so heißt das hier. Die royale Kapelle. Ich bin hier eigentlich nie in dieser Area. Du hast einen Speer bekommen, ist so cool. Ist leider nur one use. Ah, guck mal, ich krieg keinen Schaden von ihm, weil wir das Feuerschild haben. Ah. Aha, Guarde. Ja, da kannst du ohne Double Jump die Items oben nicht holen. Nee. Wäre hier nicht auch noch gleich der 3D-Boss und der 3D-Grafik? In diesem Kirchraum da. Ja, vielleicht denke ich auch falsch.
glaube, du denkst falsch. Da, dreht sich doch eindeutig 3D. Siehst du? Ach so, das meinst du. Ja gut, nicht ganz. Aber der Hintergrund ist 3D. Ich glaube, hier kann ich noch nicht längs. Schau da nochmal. Hier müsste es versperrt sein, ja. Das Herzchen wollen wir nicht. Bäh. 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 Boah. Keine Herzen für uns. Jo. Bäh. Das ist ein cooler Raum. Oh ja. Bist du da gleich gekillt? Mal gucken. Ob er nett ist. Oh, er killt uns. Wie viel Energie verlierst du? Nicht viel. Okay, halt. Das ist aber auch super lustig. Ja. Kannst auch noch auf den anderen. Ich glaube, da kommt eine Frau, oder? Ja, das ist immer noch. Jetzt bist du quasi Pater Alucard. Ich beichte dir meine Sünden. Schnief, schnief. Ich möchte gerne ein Kind essen. Ich habe keine Ahnung, was das hier alles bringen soll, aber ich finde das. Also wahrscheinlich bringt es auch nichts. Das ist einfach nur so. Wollen wir an dieser Stelle mal sagen, während du dir die Beichte anhörst, machen wir einen kleinen Break. Und wenn wir zurück sind, dann werden wir hoffentlich erzählen, was die Dame gebeichtet hat. Bis gleich. Deutschlands Rockradio. Boah, war ja viel zu hart. Also wirklich, so ein Ferkel, oder? Ja, also das können wir jetzt auch nicht. Nee, die Sendung ist leider nur ab 18 hier. Ja. Ja. Können wir leider hier nicht ausbreiten. Wir sind mit Abscheu sind wir weggegangen und haben diese Furry Plate uns geholt. Nein, die Fury Plate natürlich. Oh, bekäme oh. Ex-Lord. Ja, komm. Ist zwar scheiße, aber komm, kurz mal. Für einen Gag. What? What? Kann man auch sehen, dass sie nicht so viel Gedanken über einen schnellen Laufcycle gemacht haben. Ja, so weit weg vom Shovel Knight ist er nicht, ne? Ja. Leider kann er nicht springen. Ja. Er ist ja super stark eigentlich. Also der haut krass zu, der Ex-Lord, aber dafür, leider kann er nicht springen. Dafür braucht er auch eben eine gute Standfestigkeit, damit er hart zuhauen kann. Mhm. Kann er nicht springen. Entweder oder. Und schnell laufen kann er auch. So, hier wird's ein bisschen nervig ohne Double Jump. Ich hoffe, die Birdies. Das kriegst du hin. Die Birdies sind lieb zu mir. Nein, sind sie. Oh, doch. Oh, super lieb zu dir. Das ist der Damage Boost, das du gemacht gerade. Hier, nimm den. Umpf. Was ein Damage Boost. Hoch. Ja, hoch. Nein. War hier in der Glocke noch was drin? In der Glocke, nicht in diesen, glaube ich. Ne? Ja. Schauen uns die Items hier oben an. Ein Schwert. Noch ein Schwert. Und ein Marsil. Oh, Marsil ist geil. Wenn es denn Marsil auch ist. Nee. Pikatova. Attack 0. Okay, was? Aber der hier ist stark. Ja. Ist das ein Zweihänder? Nein. Nee. Oh, ja. Ja, der also 15 mehr. Nicht schlecht. Können wir erstmal nehmen. Oh, hier hauen die aber Gegner. Aber ist ein bisschen langsamer. Ja. Auch beim Zuschlagen. Gegner hauen hier schon mal ordentlich rein. Ja. Aber dafür kriegen wir auch schnell Experience. Ja. Auch sehr schöne Musik, wie ich finde. Ja. Was ist das denn für ein Donut? Für ein Donut. Covenant Stone. War der nicht so teuer im Laden? Ah, es ist nur zum Verkaufen. Da gab es aber nicht so viel Geiles zum Kaufen, ne? Was ja, wir damit leisten leider können. Nicht. Aber wir werden später sowieso nochmal in den Shop zurück müssen. Also, oder in die Area. Da werden wir nochmal vielleicht gucken, ob wir was finden. Es ist Zeit für den Boss. Oh, ich habe ihn nicht getroffen mit dem Soul Steel. Hast du nicht.
musst du ihn so bekämpfen. Da hast du ein Feuerschild immerhin, ja, oder? Da darfst du nur null Schaden machen. Ja, Konami kann sich gerne mal überlegen, bei all den Re-Releases, dass die auch mal einen offiziellen Randomizer oder so mit reintun. So wie der bei Bloodstained drin ist. Mhm. Ne? Also so. Leider ist der von Bloodstained immer noch ziemlich... Der kann nicht immer, geil. Der kann immer noch in Sackgassen rein, ne? Ja. Ja, aber ja, es gibt vernünftige Mods mittlerweile, wo die das fixen. What is it you want? You didn't come here to tell me that. You're right. Do you know the name Richter Belmont? Richter? Also normalerweise Richter ist das ja die zweite Cutscene mit ihr. Ja, wir werden sie im Clocktower treffen. Genau, bei der Uhr. Genau, die erste Cutscene ist hier in den Randomizer leider ausgestellt, weil die für Abstürze gesorgt hat. Ah. Deswegen sieht man sie erst hier. Aber es klappt auch so. Thank you. Ja. So you do know how to be a gentleman. Sure. Ich laufe einfach mal weg. Ich laufe ihr hinterher. Ich meine, so letzte Re-Release war eben in der Collection mit Rondo. War ja leider zeitlang jetzt PlayStation-exklusiv. Mhm. Aber müssten das jetzt mal offiziell auf die Switch bringen. Wird mal Zeit. Und da nochmal sich die Mühe machen, um Rando mit reinzutun. Ah, da oben ist was Schönes. Oh, ist das die richtige Bat? Ja. Yeah. Okay, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Oh ja, dann kannst du auch gleich. Kommen wir direkt zu Richter. Sind wir schon da? Aber wir wollen doch das gute Ende. Ja, na gut, wir haben schon ein Item von Dracula. Ja. Und noch vier. Ja. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch genug Schaden verursachen momentan. Och, das kommt mit der Zeit. So. Und gleich zum Safe. Warte mal, das hier nehme ich. Ist es hier? Ist es hier der Safe oder? Also nicht der Safe, sondern der Teleporter. Ja. Oh, da ist er. Cool. Teleporter. Langsame Aufzüge. Come on, do it. Go up, your elevator. Stupid elevator. Wow. Oh, Level up. Hitbox, Bitch. Ja. Musst sie nicht mal umdrehen zum Schlagen. Aber dafür kriegst du jetzt ordentlich auf die Nase. Oh, Masamune ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Schauen wir doch mal. Ja, das ist auf dem Berg entstanden, als ich Masa und Yun miteinander verbunden habe. Ah, okay. Anderes Spiel. Ja. Zuschauer wissen Bescheid, welches gemeint ist. Wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Ist nur so. So, wir haben die Bad Form. Und leider keine Library Card. Und ein Juriken. So, ich hole hier noch ein paar Items und dann, wenn ich im Clock Tower bin, gebe ich die wieder. Ja. Uff, ey, ihr ja, das muss man halt warten, bis die runterkommen. Blöden. Ich meine, Flea Rider. Flohmänner auf Adlern oder was auch immer das ist? Ja. Das ist nicht nett. Hey, wir haben den Spirit Orb. Damit sehen wir, glaube ich, wie viel Schaden wir machen. Geili. Eigentlich nutzlos. Hui. Ah, die dumme Sau. Ist immer noch da oben. Wir müssen jetzt wieder ganz hoch. Da ist nämlich noch ein Item. Bisschen lahm. Ja, sind ganz viele Items hier hinten, ne? Mhm. Aber auch halt Key-Items. Ah, Double Jump. Oh, Sleep Stone. Den nehmen wir mit. Life Mark, Sleep Stone. Den anderen nehmen wir nicht mit. Ist da nicht noch ein Raum? Wahrscheinlich nichts Cooles, ne? Hier ist jetzt noch ein Itemraum. Gibt zwar keine Relics, aber viele Items. Schauen wir uns natürlich an. Und auf der anderen Seite war der Director. Wieso kommt er nicht vorbei? Meal Ticket, Anti-Venom, GURPS. Ring of Vada. GURPS. Du meinst die Grapes? Ja. Die Traubis. Ach nö, es ist der Shit-Ring. Wäre es doch nur der Ring of Vada gewesen. Das ist nämlich der beste Ring im Spiel. GURP Juice. Magic Missile. Und Herper.
So, Claymore, Crap. Oh, ach, der Shuriken. Ja, das ist ein Shuriken. Ich dachte schon, what the fuck, 100? Nee, nix. Nix Gutes, ne? Nee. Harper macht mehr Defense, aber deine Angriffskraft geht so runter. Ja. Na gut. Nix Geiles. Es war bei Bloodstain, wo du dann die Wurf-Items mit was Bestimmten dann unendlich machen kannst. Oder nee, das hier? War hier, das war hier. Aber da brauchst du den Duplicator für. Der Duplicator, genau, der Duplicator war es. Ja. Ein Mana-Prism, was wahrscheinlich kein Mana-Prism ist. Das sah nämlich nicht so aus. Oben ist noch ein Item. Ach. Schöner Hinweis. So, ist nur Fragezeichen. Ich guck doch mal. Nix Tolles. Seine Pilze. Einmal speichern. Und dann kannst du jetzt entweder zurück in den Clock Tower für ein Item oder nee, du gehst ja, erstmal ganz zurück ins Startgebiet und holst da den restlichen Kram, würde ich sagen, oder? Ja. Und später kommen wir sowieso nochmal hier hin. Warp ist jetzt zum Glück. Ah, ja, ist, oder? Soweit? Das geht schon. Ah. Oh nee, vorher kommt noch ein Boss. Ossi. ich bin in den falschen Raum gegangen. Macht nichts, dann erledigst du den. Machen wir den auch noch kurz. Ja, komm, 35, den hast du gleich. Aber es macht leider keine Doppelhits. Dieses Schwert. Ich kann es mal vielleicht demonstrieren. Wo ist das? Das war's nicht. Masil? Nee, was das war's. Vegatora. Vor und zurück. Ja. Ja gut, der Doppelhit ist 40, der Einzelhit war 35 mit dem anderen. Aber die hat auch mehr Reichweite. Ich glaube, ich behalte die erstmal. Ja. Obwohl, du musst ja gleich spielen. Mach, was du willst. nee, falsch. Zum Warp wolltest du, ne? Genau. Dann ganz am Anfang oben den Raum checken, beim Eingang des Schlosses, ne? Genau. Noch was? Hamburgers! Ah, oh, Hamburger. Burger. Brauchen wir zwar nicht, aber warum sollten wir das nicht einsammeln? Oder Hamburgers. So, teleportieren zum Pferdchen, bitte. Sehr gut. Ach ja, der Trick bei diesen CD-Rollen hier. Double Jump und sofort verwandeln. Habe ich mir gemerkt. Gut. Upsi. Ach ja, Double Jump, Dive Kick und dann sofort verwandeln beim Dive Kick. Wie, du machst das nicht ab jetzt immer. Beim Dive Kick verwandeln. Mhm. Klar doch. Da gewinnst du auch super viel Speed und das kostet nicht mal Mana. Also in den Räumen jedenfalls. Weißt du noch, wie der Spin Dash funktioniert mit der Fledermaus? 360 Grad. X gedrückt halten, 360 Grad, X loslassen. So war das, ne? Mhm. Müssen wir mal üben gleich. Ja, hier ist eine gute Stelle zum Üben. Also X gedrückt halten, 360 Grad. Ja, erstmal Fledermausform. R1, genau. Also X gedrückt halten, 360 Grad. Ja, dann loslassen. Alles ein bisschen schneller. In die Richtung auch am besten. Das ist wirklich auch X? Hm. Ich konnte das nochmal. X gedrückt halten, 360 Grad nach links. Ja, ein bisschen schneller. Ja, nächstes Jahr. Übe ich nachher nochmal. Ja. Da habe ich dich schon Fledermaus geholt und dann sowas. Ich kann auch den hier machen. Ja, kannst du auch. Jetzt aber. Jetzt halt aber. Mal von rechts, von links nach links. Und oben rum am besten. Oben rum, okay. Oh, schon kriegst du das hin. Ja! Ah, okay, loslassen, er sagt so gleich. Ich hab doch gesagt, loslassen. Ja, falsche Taste. Jetzt musst du die nur noch ineinander chainen, diese. Oh, Vorsicht, er darf dich nicht raushauen. Egal, flieg einfach nach oben. Fucker. So. Oh nein, die Eule! Oh, der heilige Schnorchel. Holy Symbol. Können unter Wasser atmen. The Flamestar. Mehr war da nicht, ne? Mhm. Ich würde sagen, wir können ja gerne an dieser Stelle bald mal Schluss machen. Mhm. Weil, oh Gott, jetzt
zurück, immer noch die falsche Taste zum Angreifen nach einer Stunde hier. Weil wir wollen uns das natürlich dann nochmal weiter dann gleich angucken in noch einer Folge. Hm. Weiß nicht, ob wir es dann bei der nächsten durchspielen, ob wir uns das aussparen und so weiter, aber wir wollen ja zumindest einen guten Eindruck hier haben und nicht schon nach einer Stunde hier Schluss machen. Richtig. Ich mache hier nochmal ganz elegant. So. Do it. Jetzt muss ich natürlich in die andere Richtung. Ja. Komm, lass mir so einmal. Ja. Aua, aua. Vor allem, wenn ich ein Bad-Familie habe. Ja. nach oben erstmal, nicht nach unten. Ah. Genau. Ja, okay. Gut, dann damit wollte ich einmal nochmal abschließen, dass wir es noch einmal gemacht haben. First try, wie immer. No? Ja, ihr könnt gerne beim nächsten Mal vorbeischauen. Wir machen noch eine Folge weiter mit dem Symphony Randomizer. Ja. Gerne auch eure Anmerkungen. Hier nochmal, also wir haben natürlich jetzt nicht so viel Randomizer in der letzten Zeit gehabt, aber wenn ihr spannende Randos kennt, die man auch hier zeigen kann, dann gebt Bescheid. Ne? Wir sind mal gespannt, dann wieder neue Spiele mit Randomizer, also Spiele, die wir kennen, aber neu mit einem Randomizer kennenzulernen. Ja. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sagen Tschüss. Bye, bye.